unser Programm heißt immer noch Lieder von Verfolgten. Und das ist ja erstmal irgendwie ein Gegensatz. Also Lieder etwas sehr Schönes, das wir mit Freiheit und Glück in Verbindung bringen. Und Verfolgung etwas, das wir mit Tod und Vernichtung assoziieren. Und dieser Gegensatz führt halt auch dazu, ne, dass Lieder, auch Lieder, die wir heute spielen, Lieder im Allgemeinen, immer auch missbraucht wurden von Nazis und Holocaustleugnern. So nach dem Motto, naja, wer Musik machen konnte, dem konnte es so schlecht ja wahrscheinlich gar nicht gehen. Das stimmt natürlich nicht. Und uns geht es mit unserem Programm natürlich um etwas ganz anderes. Wir beschreiben unser Programm immer mit drei Wörtern. Musik, Erzählung und Erinnerung. Musik, weil wir Lieder entdeckt haben, die uns total berührt haben, wie ich gerade gesagt habe, auch nach mehreren Jahren, in denen wir die immer wieder spielen, immer noch jedes Mal berühren und von denen wir auch glauben und hoffen, dass sie und euch auch berühren werden. Wir haben uns also verschiedene Lieder angeguckt, die in der Zeit der Verfolgung durch die Nationalsozialisten entstanden sind und versuchen, ohne jetzt einen Anspruch auf Vollständigkeit oder Repräsentativität zu erheben, versuchen wir, möglichst viele Facetten von Verfolgung damit auch zu zeigen. Musik, Erzählung, wir erzählen zu jedem Lied etwas, wer hat es geschrieben, warum, in welcher Situation, vielleicht, wenn wir es wissen, auch mit welcher Motivation. Und Erinnerung. Wir wollen mit diesen Liedern natürlich erinnern und wir sehen das so ein bisschen als Teil einer positiven Erinnerungskultur. Also es geht uns darum, gar nicht so mit Scham und Schuld zurückzugucken, sondern zurückzugucken mit dem Anspruch, auch für heute daraus etwas zu lernen. Und das ist uns natürlich gerade in Zeiten, in denen erinnerungspolitische Wenden gefordert wurden und in denen wieder Häuser von Jüdinnen und Juden mit Davidstern gekennzeichnet werden, ein ganz besonders wichtiges Anliegen. Und damit kommen wir zu unserem ersten Lied, dem wahrscheinlich bekanntesten, das wir heute spielen. Wohin auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum. Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Hier in dieser öden Heide ist das Lager aufgebaut, wo wir fern von jeder Freude hinter Stacheldraht verstaut. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Morgens ziehen die Kolonnen in das Moor zur Arbeit hin, graben bei dem Brand der Sonne, doch zur Heimat steht der Sinn. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Heimwärts, heimwärts, jeder sehnet zu den Eltern, Weib und Kind. Manche Brust ein Seufzer dehnet, weil wir hier gefangen sind. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Auf und nieder gehen die Posten, keiner kann hindurch. Flucht wird nur das Leben kosten, vierfach ist umzäunt die Burg. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Doch für uns gibt es kein Klagen, ewig kann's nicht Winter sein. Einmal werden froh wir sagen, Heimat, du bist wieder mein. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor.
Das Lied Wir sind die Moorsoldaten, auch Bürgermoor-Lied genannt, ist im Konzentrationslager Bürgermoor entstanden. Geschrieben 1933 von Johann Esser, Rudi Gogol und Wolfgang Langhoff. Die drei waren festgenommen worden, weil sie kommunistisch aktiv waren. Johann Esser war auch Dichter, er hat den Text großteilig verfasst und kam 1934, etwa ein Jahr nach seiner Festnahme, wieder frei im Rahmen einer Amnestie. Solche Amnestien gab es in den ersten Jahren der Nazi-Herrschaft noch häufiger in Konzentrationslagern, meist zu christlichen Feiertagen, wo man aus vorgeschoben christlichen Gründen große Teile eines Lagers entlassen hat, meistens aus Gründen eher, weil man von den Personen keine Gefahr mehr erwartet hat oder weil die Lager organisatorisch neu umstrukturiert werden mussten. Rudi Gogol kam auch in so einer Amnestie frei. Er ist dann direkt wieder kommunistisch aktiv geworden, im Gegensatz zu Johann Esser. Der ist frei geblieben nach seiner Freilassung und hat den Krieg auch überlebt. Rudi Gogol wurde im Jahr seiner Freilassung 1934 erneut festgenommen und hat den gesamten Krieg in Gefängnissen, Straflagern und Konzentrationslagern verbracht. Zum Ende des Krieges wurde er von einem Lager in ein anderes deportiert aufgrund der vorrückenden alliierten Truppen auf einem Schiff. Und dieses Schiff wurde fälschlicherweise von den Briten als ein Soldatentransport identifiziert und bombardiert. Und auch diese Bombardierung hat er noch überlebt. Dort ist ihm dann die Flucht gelungen und so hat er auch den Krieg überleben können. Wolfgang Esser, der Dritte im Bund, kam auch frei und als ganz andere Erzählung wie die ersten beiden ist er ins Exil gegangen, in die Schweiz. Dort hat er den Krieg dann auch überlebt und hat einen Erfahrungsbericht über seine Zeit in den Lagern veröffentlicht. Es heißt Die Moorsoldaten und aus dem lesen wir gleich auch noch etwas vor. Das Bürgermoorlied ist ein Lagerlied. Lagerlieder sind all solche Lieder, die in Konzentrationslagern entstanden sind oder nachweislich dort gesungen wurden und dann durch die veränderten Bedingungen häufig einen Bedeutungswandel erfahren und teilweise auch umgetextet wurden. Wir wissen von vielen Lagerliedern, weil Leute freigekommen sind oder die Zeit überlebt haben oder an Freunde und Verwandte Post schicken konnten, wo sie von diesen Liedern erzählt haben. Aber es gibt auch Lagerliederbücher, die man gefunden hat, die dort im Geheimen natürlich meist angefertigt wurden und verschiedene Lieder enthalten. Und das Bürgermoorlied ist in fast allen dieser Liederbücher enthalten gewesen. Manche dieser Lagerlieder wurden, wie gesagt, auch waren Lieder, die draußen entstanden waren und erst im Lager umgedichtet wurden und dadurch eine neue Bedeutung erfahren haben. Und ein solches Lied, zu einem solchen Lied kommen wir jetzt. Dass das Lied gesungen wurde im Konzentrationslager Lichtenburg, das wissen wir auch dank Langhoffs Lagerbericht. Und ich möchte gerne einmal lesen, wie er beschreibt, wie dieses Lied gesungen wurde, weil das auch eine Szene ist, die uns total berührt. Kurz im Hintergrund. Tassi, du hast schon gerade gesagt, es gab Amnestien. Auch hier hat gerade eine Weihnachtsamnestie stattgefunden. Und Amnestie heißt natürlich auch, dass manche Leute nicht rauskamen. Und so ist Langhoff im Lager gefangen und es ist Weihnachten. Und er schaut den gerade Freigelassenen nach. An der Ecke begannen sie plötzlich zu laufen. Schau nur, wie der Fritz die Kurve nimmt. Junge, Junge, hat der es eilig. Wenn ich herauskomme, ich laufe auch so. Dann waren sie verschwunden. Wir sind dir an die Arbeit gegangen. Stumm, versonnen. Du hast dir doch denken können, dass du nicht dabei bist. Was willst du also? Aber der war doch dabei. Und der auch. Warum eigentlich nicht ich? Warum nicht? Meine Frau hätte Augen gemacht, wenn ich plötzlich in der Tür gestanden wäre. Guten Tag, gibt's hier noch einen Platz für mich? Nein, das darf ich nicht sagen. Sie würde zu sehr erschrecken. Ich muss vorher vom Bahnhof aus antelefonieren. Oder noch besser, ich schicke ein Telegramm. Ja, das ist das Beste. Dann kann sie sich vorbereiten. Ich bin neugierig, wie das Zimmer aussieht. Sie sagt, es sei so klein wie eine Zelle. Schadet nicht, eine Zelle, aber zu zweit. Und dann kommt der Abend, dann kommt die Nacht. Wenn sie doch nie aufhörte. Ich werde ihr sagen, dass wir uns nie mehr trennen wollen. Stille.
Der Baum knistert, die Kerzen flackern. Verlegen, beklommen starren wir in die Lichter. Oben auf der Brücke beugt sich der Wachthabende über das Geländer. Los, fang schon an, Weihnachtslied singen! Stille Nacht, heilige Nacht. Nur 3 oder 4 Stimmen. Die anderen schweigen und starren auf den Baum. Bittere Stunde des nagenden Heimwehs. Erbarmungslos ausgeliefert dem süßen Schmerz solcher Feier. Verschwimmende Augen, in denen sich die Lichter spiegeln. Gebeugte Schultern, hoffnungslos auf den Knien ruhende Hände. Und dann habe ich angefangen, humoristische Gedichte vorzutragen. Ich habe stundenlang Witze erzählt, bloß nicht den Kopf hängen lassen. Stimmung ist die Parole. Schließlich dröhnt der ganze Bau vom Gelächter. Singen wir eins. Alle Mann singen begeistert nach einem Tonfilmschlager. Wir haben unsere Bleibe draußen, wo die letzten Häuser stehen. Dort, wo die Straßenbahnen nicht mehr gehen, man kommt dort hinterrad. Im Fenster fehlt die Scheibe, doch sonst fehlt nicht das Allerkleinste da. 2 helle Zimmer, Küche, Loggia, ein Korridor und Bad. Wir zahlen keine Miete mehr und sind auf der Lichte zu Haus. Und ist die Zelle noch so klein, wir machen uns gar nichts daraus. 1,50 Meter im Quadrat, wir haben ja wenig Gepäck. Und wenn die Zelle nur den Strohsack hat und wir werden halbwegs satt, da ziehen wir nicht wieder weg. Und wenn die Zelle nur den Strohsack hat und wir werden halbwegs satt, da ziehen wir nie wieder weg. Doch kommt einmal ein Morgen, da bleibt ein gutes Frühstück unberührt. Noch gestern Abend hast du nichts gespürt beim Stammtisch im Verein. Vorbei sind jetzt die Sorgen, 2 Spaten heben frische Erde aus. 2 Rappen führen mich im Trab hinaus, zurück kommen sie allein. Dann zahlst du keine Miete mehr und bist im Grünen zu Haus. Nur hin und wieder kommt mal wer mit einem Erika Strauß. Dein Häuschen ist nicht allzu groß, du hast ja wenig Gepäck. Und dann schläfst du wie in Mutters Schoß, mühelos und sorgenlos, da ziehst du nie wieder weg. Und dann schläfst du wie in Mutters Schoß, mühelos und sorgenlos, da ziehst du nie wieder weg. Zahlen keine Miete mehr ist ein Schlager aus einem Kinofilm, der im September 1932 rauskam, ein blonder Traum. In der Hauptbesetzung damals das Traumpaar der deutschen Kinoleinwand, Lilian Harvey und Willy Fritsch. Die beiden spielten dort, Lilian Harvey spielte eine junge Schauspielerin, Juju, die versucht hat, den Durchbruch zu schaffen nach Hollywood und scheitert immer wieder, gerät an einen Agenten, der es nicht ernst meint. Und so lebt sie dann mit Willy Fritsch nachher zusammen in einem Güterwaggon, in der grünen Idylle, in der Armut, aber es ist alles irgendwie schön. Wir finden dieses Lied immer aufgrund des Kontextes, in dem es entstanden ist und gesungen wurde, dann in Lichtenburg, der sogenannten Lichte, sehr bewegend. Denn der Film ist am, glaube ich, 23. September 1932 in die deutschen Kinos gekommen. Am 30. Januar 1933, also 4 Monate später, ist die Machtübernahme der Nazis. 4 Wochen danach, am 28. Februar, brennt der Reichstag und die sogenannten Reichstagsbrandgesetze werden erlassen, im Rahmen derer dann die Gleichschaltung vor allem politischer Oppositioneller innerhalb von 72 Stunden beginnt. Die ersten Leute werden in Konzentrationslager deportiert. Also kein halbes Jahr vom
Kinobeginn, Erscheinung des Kinofilms bis zur Deportation. Es ist gut vorstellbar, dass die Leute im KZ Lichtenburg, dass das der letzte Kinofilm war, in dem sie noch gewesen sind in Freiheit, dass das einer der letzten Schlager war, den sie noch im Ohr hatten. Dieser Rasanz, mit der Machtübernahme durch ein faschistisches Regime in Verfolgung, in brutale Verfolgung überführt werden kann, das finden wir immer, macht dieses Lied mit seiner Geschichte deutlich. Ich würde jetzt gerne ein weiteres Zitat vorlesen, und zwar beschreibt hier drin Herbert Zipper im Jahr 1988, wie das folgende Lied, das Dachau-Lied, entstand. Im August 1938 im Konzentrationslager Dachau. Jura Seufer und ich mussten eine ganze Woche lang einen Lastwagen mit Zementstücken beladen, die außerhalb des Lagers gestapelt waren. Anschließend mussten wir diesen Wagen ins Lager ziehen und wieder entladen. Deshalb sind wir täglich bis zu 30 Mal durch das Eingangstor des Lagers durchgegangen. Eines Tages, es war glaube ich der dritte oder vierte Tag, sagte ich zu Juri, der in derselben Stange wie ich gezogen hat, weißt du, diese Aufschrift über dem Tor, Arbeit macht frei, ist wirklich ein Hohn. Wir müssen unbedingt ein Widerstandslied machen, unseren Mitgefangenen ein bisschen Mut geben. Und Jura antwortete, ja, ich glaube, ich habe sogar schon daran gearbeitet. Stacheldraht mit Tod geladen ist um unsere Welt gespannt. Drauf ein Himmel ohne Gnaden sendet Frost und Sonnenbrand. Fern von uns sind alle Freuden, fern die Heimat, fern die Frauen. Wenn wir stumm zur Arbeit schreiten, Tausende im Morgengrauen. Doch wir haben die Losung von Dachau gelernt und wurden stahlhart dabei. Sei ein Mann, Kamerad, bleib ein Mensch, Kamerad, mach ganze Arbeit, pack an, Kamerad, denn Arbeit, Arbeit macht frei. Vor der Mündung der Gewehre leben wir bei Tag und Nacht. Leben wird uns hier zur Lehre schwerer als wir's je gedacht. Keiner mehr zählt Tag und Wochen, mancher schon die Jahre nicht. Und so viele sind zerbrochen und verloren ihr Gesicht. Und wir haben die Losung von Dachau gelernt und wurden stahlhart dabei. Sei ein Mann, Kamerad, bleib ein Mensch, Kamerad, mach ganze Arbeit, pack an, Kamerad, denn Arbeit, Arbeit macht frei. Heb den Stein und zieh den Wagen, keine Last sei dir zu schwer. Wer du warst in fernen Tagen, bist du heut schon längst nicht mehr. Stich den Spaten in die Erde, grab dein Mitleid tief hinein. Und im eigenen Schweiße werde selber du zu Stahl und Stein. Und wir haben die Losung von Dachau gelernt und wurden stahlhart dabei. Sei ein Mann, Kamerad, bleib ein Mensch, Kamerad, mach ganze Arbeit, pack an, Kamerad, denn Arbeit, Arbeit macht frei. Einst wird die Sirene künden auf zum letzten Zellappell. Draußen dann, wo wir uns finden, bist du Kamerad zur Stelle. Helfen uns die Freiheit lachen, schaffen Heiß mit frohem Mut. Und die Arbeit, die wir machen, diese Arbeit, die wird gut. Denn wir haben die Losung von Dachau gelernt und wurden stahlhart dabei. Sei ein Mann, Kamerad, bleib ein Mensch, Kamerad, mach ganze Arbeit, pack an, Kamerad, denn Arbeit, Arbeit.
Das Dachau-Lied wurde geschrieben von Herbert Zipper und Jura Seufer. Beide waren Österreicher und Herbert Zipper hatte aber noch bis 1933 in Düsseldorf ein Orchester geleitet. Er war Dirigent und Komponist. Ist dann nach der Machtübernahme durch die Nazis zurück in seine Heimat gegangen, hat dann noch in Wien gelebt, dort auch Orchestren geleitet und wurde dann 1938 nach dem Anschluss Österreichs, dem sogenannten, also der Annexion Österreichs durch Nazi-Deutschland, aufgrund seiner jüdischen Abstammung festgenommen und nach Dachau deportiert. Jura Seufer war auch Wiener und wurde 1937 von den österreichischen Faschisten festgenommen, aufgrund einer Verwechslung. Man hat ihn fälschlicherweise für eine führende Figur in der kommunistischen Bewegung gehalten. Da er aber wirklich Kontakte zu der kommunistischen Bewegung hat, hat man ihn dann einfach festgehalten und er wurde dann nachher auch von den Nazis deportiert nach Dachau. Dort trafen die beiden sich also und haben dieses Lied geschrieben und beiden wurde dann auch die Möglichkeit eingeräumt, das war noch vor dem Krieg, dass sie sich freikaufen konnten. Herbert Zipper kam so frei und ist dann über Umwege in die Philippinen geraten. Die waren zu dem Zeitpunkt durch das imperiale Japan besetzt und so wirkt er dort im Untergrund für den amerikanischen Geheimdienst und ist um Haaresbreite einer erneuten Festnahme entkommen. Er kam dann nach dem Krieg über nochmals Umwege in seine neue Wahlheimat, in die USA und lebte dort noch bis ins Alter von über 90 ganz erfolgreich als Musikpädagoge, als Komponist und Dirigent und eben auch als Zeitzeuge. Jura Seufers Schicksal war wesentlich tragischer. Sein Freilassungsbrief sollte ihn nämlich erst auf dem Todesbett erreichen. Er wurde zum Ende seiner Gefangennahme, nämlich mit der fürchterlichen Arbeit, die wurde ihm zugeteilt, die Toten zu transportieren und dabei infizierte er sich mit Typhus und erlag dieser Krankheit dann in Gefangenschaft. Das nächste Lied, das wir gerne spielen möchten, kommt von einem verfolgten Christen. Christliche Menschen wurden in Deutschland in der Zeit nicht in großem Stile verfolgt und das lag vor allem daran, dass sich die großen christlichen Kirchen recht schnell mit den neuen Machthabern arrangierten und auch nicht nur arrangierten, sondern es gab in beiden Kirchen einflussreiche Gruppen, die die Gleichstellung der eigenen Kirche, die Gleichschaltung der eigenen Kirche aktiv vorantrieben. Aber einige haben sich dem halt doch widersetzt und von einem solchen ist der Text unseres nächsten Liedes. Die Rede ist von Dietrich Bonhoeffer und seinem Gedicht Von guten Mächten wunderbar geborgen. Für Dietrich Bonhoeffer war entscheidend, dass sein Handeln und seine Überzeugungen miteinander in Einklang stehen. Und er hat deshalb von Anfang an das Nazi-Regime abgelehnt und das auch öffentlich geäußert, zum Beispiel in Radiobeiträgen und Interviews und Zeitschriftenbeiträgen. Mit der Zeit wurde sein Widerstand aber militanter, kann man sagen. Also er war Teil einer innermilitärischen Widerstandsgruppe, die auch Attentate plante auf hochrangige NS-Funktionäre. Er wurde Mitglied der Bekennenden Kirche, also des Teils der evangelischen Kirche, der sich der Gleichschaltung zu widersetzen versuchte und bildete eben in diesem Zuge auch Pfarrer aus, junge Pfarrer. Und in theologischer Hinsicht setzte er sich auch mit der Frage auseinander, ob man den Tyrannenmord rechtfertigen kann, also auch den Mord an Adolf Hitler. Und er hat diese Frage für sich bejaht. Er war aber nicht nur Widerständler, sondern er ist heute auch noch als begnadeter Theologe in Erinnerung. Er war mit 21 Jahren promoviert, hatte mit 24 seine erste Professur in Berlin, hat gleichzeitig aber auch noch eine Konfirmandengruppe geleitet in einem als schwierig geltenden Stadtteil von Berlin. Nachdem dann auch aus dieser Gruppe heraus, der er angehörte, Anschlagsversuche fehlgeschlagen waren, geriet Bonhoeffer allerdings ins Visier der Nationalsozialisten. Und er wurde dann 4 Monate vor Kriegsende festgenommen, kam zuerst ins Gestapo-Gefängnis in Berlin und wurde dann von dort in die Konzentrationslager Buchenwald und Flossenbürg deportiert. Und in dieser Phase in der Gestapo-Haft in Berlin, da entwickelte sich
eine Phase, die heute als so seine letzte theologisch produktive Phase gilt. Also er hat verschiedene theologische Texte noch in dieser Zeit geschrieben. Und der letzte Text, der von ihm erhalten ist, ist das Gedicht Von guten Mächten wunderbar geborgen. Das war ein Weihnachtsgedicht, das er seiner Verlobten geschickt hat. 4 Monate, nachdem er den Text geschrieben hat, wurde er hingerichtet im Konzentrationslager Flossenbürg. Tragischerweise auch nur 2 Wochen vor dessen Befreiung durch die Alliierten. Wir spielen dieses Lied auf die bekannte Melodie von Siegfried Fietz aus dem Jahr 1970 und in einer gekürzten Version. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern. Aus deiner guten und geliebten Hand, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. So lasst uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Jugendliche wurden von den Nazis verfolgt, und zwar auch solche Jugendliche, die jetzt gar nicht unbedingt wegen ihrer politischen Aktivitäten oder aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Abstammung, ihrer Religion ins Visier der Nazis gerieten, sondern auch Jugendliche, die einfach deshalb verfolgt wurden, weil sie so waren, wie viele Jugendliche sind, aufbegehrend, nonkonform und sich auch ein bisschen abgrenzend gegen die Mehrheitsgesellschaft. Die Nazis haben das Gesetz über die Hitlerjugend erlassen und dort stand drin, wer für die Erziehung von Kindern und Jugendlichen zuständig sein sollte.
Und das waren die Familie, die Schule, die Hitlerjugend und sonst niemand. Und so Gruppen, Zusammenschlüsse, informelle Zusammenschlüsse von Jugendlichen, die gemeinsam Sachen machen wollten, Sachen erleben wollten, vielleicht auch Sachen lernen wollten, die standen mit dieser Ideologie im Widerspruch. Heutzutage unterscheidet man verschiedene Arten von Jugendbewegungen. Es gab zum Beispiel in vor allem großstädtischen Gebieten sogenannte Swing-Jugendliche, also Jugendliche, die sich getroffen haben, privat organisiert, die Swing gehört haben, also diese neue Musik aus dem angloamerikanischen Raum, was allein dadurch natürlich schon den Nazis ein Dorn im Auge war. Und eigentlich haben sich diese Jugendlichen ja nur getroffen, um Musik zu hören oder zu machen und zu tanzen. Aber mit welcher Abscheu die Nationalsozialisten auf genau das geguckt haben, das verdeutlicht ein Zitat aus der Zeit, was wir auch gerne vorlesen. Und zwar, oder das kannst du sagen, ne? Ja, und es schreibt Reichsmusikkammerreferent Schäffler an den Propagandaminister Goebbels. Und er schreibt, es handelt sich hier zum Teil um degenerierte und kriminell veranlagte, auch mischblütige Jugendliche, die sich zu Cliquen bzw. musikalischen Gangsterbanden zusammengeschlossen haben und die gesund empfindende Bevölkerung durch die Art ihres Auftretens und die Würdelosigkeit ihrer musikalischen Exzesse terrorisieren. Es ist absurd, es ist so absurd, dass man heutzutage drüber schmunzelt. Aber das war natürlich damals todernst. Und uns ist dieses Zitat auch deshalb so wichtig, weil viele Lieder von Jugendlichen, wenn wir sie heute spielen, die leben natürlich von Humor und auch davon, dass man die Sachen nicht so ernst nimmt. Aber natürlich, das, was sie getan haben, hat dazu geführt, dass sie deportiert wurden, dass sie zum Teil ermordet wurden. Und das war eben nicht mehr so lustig, wie es heute klingt. Und das ist ja auch okay, dass es heute so klingt, aber es war eben damals tödlicher Ernst für viele von ihnen. Swing-Jugendliche haben wir gerade was zu gesagt. Es gab auch sogenannte bündische Jugendbewegungen. Edelweißpiraten sind ja vielleicht ein Begriff. Und das waren Jugendliche, die sich getroffen haben, zum Beispiel mit der Gitarre, die gerne wandern waren, die sich durchaus auch sehr positiv auf ihre Heimat und auf die Natur bezogen haben, viel draußen waren, ums Lagerfeuer saßen und Lieder gesungen haben. Und auch solche Jugendlichen wurden verfolgt. Wir wollen zwei Lieder aus dem Umfeld dieser bündischen Jugendbewegungen spielen. Das erste Lied ist ein altes Volkslied heutzutage, aber wurde eben auch in dieser Zeit gesungen und auch entsprechend umgedichtet. Das wird man hören und die Umdichtungen werden auch im Laufe des Liedes immer militanter, kann man sagen. Die Rede ist von In Junkers Kneipe. Das spielen wir in einer Version von einem katholischen Jugendbund. Und genau. In Junkers Kneipe, bei Bier und Pfeife, da saßen wir beisammen. Ein kühler Tropfen vom besten Hopfen, der Teufel führt uns an. Ja, wenn die Klampfen klingen und die Burschen singen und die Mädels fallen ein, ja, was kann das Leben Schöneres geben? Wir wollen bündisch sein. Ja, wenn die Klampfen klingen und die Burschen singen und die Mädels fallen ein. Ja, was kann das Leben Schöneres geben? Wir wollen bündisch sein. Die Burschen müssen die Mädels küssen, das Leben ist so schön. So mancher eine denkt an die Seine, die ihn verlassen hat. Hey, wo die Burschen singen und die Klampfen klingen und die Mädels fallen ein. Ja, was kann das Leben bei Hitler uns geben? Wir wollen bündeln. Leben bei
Der Junker schläft schon, das Bier ist auch schon schal. Bevor wir gehen, uns schlafen legen, singen wir das Lied nochmal. Hey, wo die Fadenmesser ritzen und die Hitlerjungen flitzen und die Edelweißpiraten schlagen rein. Was hat das Leben Hitlers zu geben? Wir wollen bündig sein. Hey, wo die Fadenmesser ritzen und die Hitlerjungen flitzen und die Edelweißpiraten schlagen rein. Was hat das Leben Hitlers zu geben? Wir wollen bündig sein. Noch ein zweites kurzes Lied. Es handelt sich dabei um eine Umdichtung eines Kriegsliedes, das im Ersten Weltkrieg schon gesungen wurde und dann auch von den Nazis verwendet wurde. Und es strotzt so vor Soldatenehre und Kriegerpathos. Ich zitiere vielleicht einmal die erste Strophe des Originals, die geht: Wir traben in die Weite, das Fähnlein weht im Wind, viel tausend uns zur Seite, die ausgezogen sind, ins Feindesland zu reiten. Hurra, Victoria, fürs Vaterland zu streiten. Hurra, Victoria. Dieser Text eignet sich wohl besonders gut für Umdichtungen. Wir haben sehr viele gefunden. Eine zum Beispiel ist nicht wir traben in das Weite, sondern wir traben in die Kneipe. Und eine andere geht darüber, wir traten in was Weiches. Die Umtextung, die wir gefunden haben, kommt auch aus einem katholischen Jugendbund aus Düsseldorf aus dem Jahr 1934. Bevor wir das singen, noch ganz kurz: In dem Text wird Baldur von Schirach erwähnt. Der war Reichsjugendführer und man kann ihn als den Architekten der Hitlerjugend bezeichnen. Sein Ziel, so in der Umtextung, war es wohl, die nächste Generation von Soldaten, und zwar 300.000 Soldaten, heranzuziehen. Und da geht der Text drauf ein. Nur das kurz vorweg. Eins, zwei, drei. Wir traben in die Weite, das Fähnlein steht im Spind. Viel tausend uns zur Seite, die auch verboten sind. Das Fahrtenhemd im Schranke, das Halstuch und Barett. Victoria, sagen Gott sei Dank, jetzt haben wir's mal nett. Die 300.000, von denen Baldur sprach, die stehen eisenfest bis an den jüngsten Tag. Nicht 300.000, Millionen sind es noch. Victoria, niemals je sich beugen dem fremden braunen Joch. Als der Jonas und ich dieses Programm entwickelt haben wir uns recht schnell mit der Idee angefreundet, verschiedene Verfolgtengruppen uns anzuschauen und Lieder von ihnen auszuwählen. Und während wir so unsere ersten Vorentwürfe des Programmes hatten, wurden wir dann häufig mit der Frage konfrontiert: Könnt ihr das eigentlich machen? Könnt ihr ein Programm schreiben, das ihr Lieder von Verfolgten nennt? Verfolgte aus der Zeit des Nationalsozialismus. Und die Verfolgung von jüdischen Menschen ist nur ein Teil, ein Block in eurem Programm. Nur ein Lied setzt sich damit dezidiert auseinander. Das ist eine Frage, die uns viel bewegt hat, über die wir viel nachgedacht haben. Wo doch die Verfolgung von jüdischen Menschen so ein einzigartiges Verbrechen in der Menschheitsgeschichte ist. Da sind wir nochmal unsere Lieder durchgegangen, die Komponisten durchgegangen, und da ist uns aufgefallen, dass viele derer, die wir vorgestellt haben, auch jüdisch waren. So zum Beispiel vom Dachau-Lied, Herbert Zipper und Juras Seufer sind beide jüdischer Abstammung. Die Kinokomponisten von Wir zahlen keine Miete mehr, Robert Gilbert und Werner Richard Heidmann, die das Original geschrieben haben, waren jüdisch.
Wir haben von einem Stück, was wir heute nicht spielen, Karl Schnook hat das getextet, das Lied heißt Naja. Wir haben festgestellt, viele der Leute, die wir vorstellen, waren eben verfolgt aus mehreren Gründen. Eben nicht nur, weil sie jüdisch waren, sondern auch, weil sie politisch aktiv waren, weil sie künstlerisch tätig waren oder einfach nur, weil sie in Deutschland gelebt haben. Und das zeigt, wie allumfassend und omnipräsent die Verfolgung von jüdischen Menschen gewesen ist. Wir haben in der Einleitung von Christa schon Stolpersteine angesprochen bekommen und da musste ich neulich darüber nachdenken. Ich wohne in Münster im Geißviertel und gehe gerne im Südpark spazieren. Und vor einer Weile auf dem Weg dorthin, eine Straße, die ich schon ganz oft gegangen bin, bin ich über einen Stolperstein gestolpert. Dort wurden drei Personen, Vater, Mutter, Kind, gefangen genommen und deportiert und 1944 in Auschwitz ermordet. In meiner Nachbarschaft, direkt bei mir um die Ecke, das hat mich sehr angefasst. Aber die Shoah, die Vernichtung der Juden in Europa, war ja nur, wenn man so will, das Finale der jüdischen Verfolgung. Die Anfänge waren so wie in der Pogromnacht, Angriffe auf jüdische Menschen, die Sichtbarmachung jüdischen Lebens durch das Markieren von Geschäften und Häusern mit dem Davidsstern oder dem Hakenkreuz. Und die Tatsache, dass sowas heute auch wieder in Deutschland passiert und in der Welt Antisemitismus zunimmt, hat uns dazu veranlasst, noch ein zweites Lied von jüdischen Komponisten in unser Programm aufzunehmen für heute. Das haben wir ganz frisch einstudiert. Wir haben häufig Rückmeldungen bekommen nach unserem Programm, guckt euch mal dieses und jenes Lied an. Und so haben wir ein Liedheft bekommen mit jiddischen Volksliedern. Und eins davon, das wollen wir jetzt singen, das heißt Frühling, also Frühling. Es ist ein Tango, es ist ein Liebeslied. Es wurde geschrieben von, kannst du das einmal vorlesen? Ja, von, also der Text ist von Schmerke Kaczelinski und die Musik von Abraham Rudno, der 1943 im Kloger Konzentrationslager ermordet wurde. Es erzählt vom Ghetto und es erzählt von verlorener Liebe. Schluck trinken. Das Original ist auf Jiddisch. Wir werden eine deutsche Übersetzung singen. Gasse zu Gasse und finde dort keinen Ort. Wo ist mein Liebster, wie kann man's ertragen? Menschen, oh, sagt doch ein Wort. Es lacht auf mein Heim jetzt, der Himmel, der Blaue. Was habe ich jetzt davon? Ich stehe wie ein Bettler an jedem Tore und bettle für ein wenig Sonn. Frühling, nimm meine Trauer und bring mein Liebsten meine Treuen zurück. Frühling, auf deinen blauen Flügeln, Glück. Frühling,
dort keinen Ort. Wo ist mein Liebster, wie kann man's ertragen? Es lacht auf mein Heim, wo ein Ort. Es lacht auf mein Heim, jetzt der Himmel, der Blaue. Was habe ich jetzt davon? Ich stehe wie ein Bettler an jedem Tore und bettle für ein wenig Sonn. Frühling, nimm meine Trauer und bring mein Liebsten, meinen Treuen zu. Lied, das sich explizit mit der Verfolgung jüdischer Menschen auseinandersetzt, was wir spielen möchten, ist leider auch schon unser letztes heute. Und zwar ist es das bekannte Partisanenlied Sorg mit Kainmoin. Geschrieben von Hirsch Glick im Wilnaer Ghetto. Wir haben das Lied, haben uns dazu entschieden, dieses Lied in das Programm aufgenommen, als wir bei einem Konzert von Esther Bejarano waren. Esther Bejarano ist ja eine vor kurzem gestorbene Holocaust-Überlebende, die noch mit 90 Jahren auf der Bühne stand und Lieder gesungen hat, die bei dem Auftritt, wo wir waren, gesagt hat, ich singe, bis es keine Nazis mehr gibt. Und die eben auch immer Sorg mit Kainmoin gesungen hat und gesagt hat, dass ihr das Lied immer sehr viel Kraft gegeben hat. Das Lied ist im Wilnaer Ghetto entstanden und es war eine Reaktion oder eine Solidaritätsbekundung im Hinblick auf den Warschauer Aufstand im Ghetto, was ja der größte jüdische Aufstand in einem Ghetto in der Zeit damals war. Es war, hat sich sehr schnell noch während der Zeit der Besatzung zu einem populären Widerstandslied entwickelt. Aber hat auch nach dem Krieg noch eine bedeutende Geschichte gehabt. Es wurde immer wieder in Gedenken an die Zeit gesungen und ist auch zu so einer inoffiziellen Hymne des Staates Israel geworden. Das Lied ist auf Jiddisch geschrieben. Wir spielen es aber überwiegend in einer deutschen Übersetzung. Die erste und die letzte Strophe, die singen wir auf Jiddisch. Und damit können wir, glaube ich, starten. Du bist noch nicht eingesteckt? Genau. Den letzten Weg, Holzschremlen Leine verstellen bläue Tee, Kumen wert noch unser ausgewenkte Schor, Zwedder beugt an unser Trotz mir seinen Dorn, Kumen wert noch unser ausgewenkte Schor, Zwedder beugt an unser Trotz mir seinen Dorn. Sage nie, du gehst den allerletzten Weg, wenn ein Gewitter auf das Blau vom Himmel fegt. Die ersehnte Stunde kommt, sie ist schon nah. Dröhnen werden unsere Schritte, wir sind da. Die ersehnte Stunde kommt, sie ist schon nah. Dröhnen werden unsere Schritte, wir sind da. Vom grünen Palmenrand bis weit zum Land voll Schnee. Thank you.
Gewissheit, dass sie kommt und zögert auch die Sonne noch am Horizont. Ist unser Lied dafür Gewissheit, dass sie kommt. Das Lied, wir schreiben es mit Blut und nicht mit Blei. Es ist kein Lied von einem Vogel, froh und frei. Es hat ein Volk gestanden zwischen Rauch und Brand. Das Lied gesungen mit den Waffen in der Hand. Es hat ein Volk gestanden zwischen Rauch und Brand. Das Lied gesungen mit den Waffen in der Hand. Drum sage nie, du gehst den allerletzten Weg. Wenn ein Gewitter auch das Blau vom Himmel fegt, die ersehnte Stunde kommt, sie ist schon nah. Dröhnen werden unsere Schritte, wir sind da. Die ersehnte Stunde kommt, sie ist schon nah. Dröhnen werden unsere Schritte, wir sind da. Du sorg nicht, Kane, nur dass du gehst den letzten Weg. Rosch Rimmeln, Leine, Verstellen, Leute. Kumen werden noch unser Reus gewenkte Schau. Es wird ab heute unser Trotz, wir seinen Dorf. Kumen wird noch unser Reus gewenkte Schau. Es wird ab heute unser Trotz, wir seinen Dorf. Noch als letztes Lied, als allerletztes Lied in Kerkermauern sitzen wir. Es bietet sich an, den Abend damit immer zu beenden, finden wir, denn es wurde von Johnny Hüttner geschrieben. Und Johnny Hüttner wurde aufgrund verschiedener Sachen verfolgt. Er war Jude, er war Pole, also er hatte polnische Abstammung, was nach dem Überfall auf Polen und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs auch ein Problem war. Und er war Kommunist. So ist er auch nach Sachsenhausen gekommen, hat den Krieg aber überlebt und danach in England gewohnt. Ist unser Freiheitsdrang doch.